Herzlich willkommen bei Mit Habi auf der Couch. Und diesmal habe ich jemanden dabei, dessen Nachnamen ist völlig verkürzt dargestellt. Er heißt nämlich Egger. Ne? Habecker. Entschuldigung. Aber um mich geht's nicht, es geht um dich. Erzähl mal ganz kurz, vollen Namen, was machst du, auf welchem Kanal finden dich die Menschen? Voller Name, Eckhard Jasper Egger. Da ist übrigens der Nachname Egger. Ja! Jasper ist so ziemlich der. Also das ist halt so ein Name, der hat so einen richtigen Ruf, finde ich. Jasper. Viele Leute, denen ich das sage, dass mein Zweitname Jasper ist, sagen, geil, wieso nennst du dich nicht Jasper? Ja. Also erstens, ich wurde schon immer Eckhard genannt. Und zweitens, mein Papa heißt auch so und mein Opa hieß auch so. Und deshalb Jasper. Dachte ich, nee, Eckhard. Ach so. Und deshalb dachte ich, kann ich jetzt nicht mich Jasper nennen? Ist ja, ne? Muss ich ja. Ja, ich meine, deine Eltern haben ja auch Spaß an Alliterationen anscheinend, ne? Eckert, Ecker. Ja, sicher. Musste sein. Aber dein YouTube-Kanal heißt nicht Egger und auch nicht Eckert. Nee, der YouTube-Kanal heißt Asphaltart. Asphaltart? Ja. Da passt aber ein Jasper wieder sehr gut dazu, finde ich. Ne? Ja, stimmt. Wie bist du zu deinem YouTube-Kanal gekommen? Warum machst du das, was du tust? Ich bin ja noch nicht so alt, ne? Immer wenn ich sage, schon als ich noch klein war, dann. Wie alt bist du denn? 28. Oh, stark. Dann wird meistens so ein bisschen lächeln. Nein, aber schon seit ich klein war, habe ich immer Autosendungen geguckt, alles, was es da gab, Autozeitungen gelesen und so und dachte immer, es gibt. Kann ich besser? Nicht. Ja? Dachtest immer, es kann nicht besser? Nee, ich dachte immer, es muss doch einen Weg geben, irgendwie mit schönen Autos fahren, Geld zu verdienen. Und ich dachte aber immer, das schaffst du nie. Das ist ein auserwählter, winziger Kreis, die da für eine Zeitung, elitärer Kreis. Mal so ein Auto fahren dürfen oder mal erst im Fernsehen erst recht vor der Kamera stehen dürfen. Keine Chance. Aber zum Glück gab es irgendwann YouTube. Und wobei, wenn ich dich an der Stelle schon einkrätschen darf, du hast zwar da nicht vor der Kamera gestanden, aber du hast zumindest für eine Funkwellenstation gearbeitet. Richtig. In deinem Lebenslauf steht irgendwas mit MDR Sputnik. Genau. Ich habe während meines Studiums ein Praktikum gemacht bei MDR Sputnik. Sputnik vielleicht. Ich kenne das. Ja? Klar, okay. Logisch. Für alle, die es nicht kennen, das ist quasi das Gegenstück zu Fritz vom RBB. Ich glaube, jetzt müssen wir an der Stelle wahrscheinlich eher Fritz vom RBB erklären. Ist ein öffentlich-rechtlicher Radiosender. Okay, aber die Musik bei Sputnik war immer sehr jung, sehr modern, sehr, sehr beatmäßig. Ja. Bom, bom, bom. Also war eigentlich immer ein super. Und die Moderatorinnen, die klangen immer sehr gut. Kennst du da jetzt so die eine oder andere? Das off-camera. Genau. Also MDR Praktikum, ja, darf ich unterbrochen gemacht, genau, während des Studiums und dann wurde ich da gefragt, du, ey, hast du nicht Lust nach deinem Praktikum bei uns zu bleiben? Und hatte ich total Bock drauf. Ich dachte eigentlich immer, ich will immer Radio machen, hatte ich dann auch Lust drauf, bin dann auch erstmal da hängen geblieben quasi, hat auch total Spaß gemacht und dann hat sich das im Prinzip so zweimal falsch abgebogen und dann bin ich erstmal bei einem anderen YouTube Kanal mit drin gelandet. Und habe da mitgemacht und es war total cool und irgendwann sind wir dann alle unsere eigenen Wege gegangen und dann habe ich gedacht, ich muss nochmal das selber versuchen mit einem eigenen Kanal. Ja, und da bist du jetzt eigentlich glücklicherweise tatsächlich richtig abgebogen, bist also sehr gut abgebogen. Ich bin auf Asphaltart irgendwann mal, wir sind im Prinzip eine relativ kleine Clique in Deutschland, ja. Was das so angeht. Man kennt die eine oder anderen Gesichter und trotzdem ist es so, dass man nicht jeden Kanal verfolgt am Anfang. Und ich kannte dich von dem anderen Kanal, wo du falsch abgebogen bist, sagst du. Ja, das ist eine schöne Metapher. Und ich habe dann gesehen, du machst deinen eigenen Kanal und hast auch den Stil beibehalten. Ja. Das ist ja etwas, das mir total wichtig ist. Also meine Kamera hält ja Flo, weil Flo 20 Jahre Berufserfahrung hat und Flo weiß, was er mit diesem Ding machen soll. Und er schneidet die Videos, weil auch das kann er. Ja. Weil würde ich die Videos filmen und würde ich die Videos schneiden, dann wäre ich so auf dem Niveau von. Also es wäre wahrscheinlich nicht das Gleiche, aber bei euch auf dem Kanal, da habt ihr ja auch schöne Bilder. Mhm. Ihr achtet darauf, dass ihr die Autos vernünftig in Szene setzt. Ja. Und was bei dir ja auch auffällt, du schaffst mehr als drei Wörter hintereinander unfallfrei, ohne ja und und. Ja. Hast du das geübt? Ich habe das studiert. Und? Ich hab Sprechwissenschaft studiert. Ach, hör auf. Ja, das gibt tatsächlich diesen Studiengang und da geht es darum zu sprechen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, als ich deine Videos gehört habe, der Mann hat eine sehr, sehr gute Rhetorik. Der ist nicht so gut wie ich, ist ja. Klar. Ne? Ist, sorry. Nee,
das fällt auf. Es fällt auf. Und es ist vielen Menschen, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, was es bedeutet, vor die Kamera zu gehen und dann so zu sprechen, dass die Leute weiterhin zuhören und nicht einfach den Fast-Forward-Button drücken und sagen, geh mir auf den Sack, der Typ. Das glaube ich auch und das freut mich, dass du mir das jetzt bestätigst, weil das versuche ich natürlich. Ein Fuffi kriege ich jetzt. Ja, nee, das versuche ich natürlich und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, schon seit ich das erste Video gedreht habe, war mir das ehrlich gesagt auch wichtig, weil ich habe immer so ein bisschen gedacht, ich hatte große Zweifel, ob ich meinen YouTube-Kanal überhaupt damals gründen soll, weil ich habe mir halt gedacht, wie du eben schon gesagt hast, das sind nicht so viele, das ist ein relativ kleiner Kreis und im Prinzip ist der Markt ja auch relativ gesättigt, so deutsche Autovorstellung. Ich habe auch mal eine Weile überlegt, ob ich das vielleicht auf Englisch machen soll und habe dann gedacht, wodurch könnte man sich denn da abheben? Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, viele dieser deutschsprachigen Auto-YouTube-Kanäle sind halt tatsächlich einfach News-Kanäle, die, wenn irgendwelche neuen Modelle kommen, die halt vorstellen. Und da hat mir aber immer so ein bisschen so die Liebe zum Detail so ein bisschen gefehlt. Er hat's. Oh. Bading, ein Sprachfehler des Sprachwissenschaftlers. Das Sparschwein. Nee, und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, ich hätte da Bock drauf und bis heute werde nicht nur ich, sondern auch Alex, der für mich immer hinter der Kamera steht, immer gerne so ein bisschen belächelt, was wir uns so für Mühe geben bei den Videos, nicht nur was das Sprachliche angeht, sondern eben auch das Bildliche. Aber ich sag mal, wir machen das ja auch nicht ausschließlich nur für die Zuschauer, auch wenn man das vielleicht denken könnte, sondern einfach, weil uns das eben tierischen Bock macht, das so zu machen, wie wir es halt machen. Ja. Man macht so ein bisschen auch fürs eigene Ego. Genauso wie man das Thema ja nicht wählt, weil man so total gerne Bahn fährt oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, sondern weil man einfach eine Faszination für die Autos hat. Jetzt kurz einen Schwenk in die Aktualität. Ich wollte heute ein Hypermiling-Video mit dem Skoda Octavia machen. Ich habe jetzt nach 228 Kilometern gerade keinen Bock mehr, weil ich allein im Auto saß. Ja. Hypermiling ist aber so ein Thema, was du auch ganz gerne machst. Ja. Was ist da für dich der Reiz? Warum steigst du ins Auto? Wir haben vorhin nachgerechnet, Flo, wir hätten 23 Stunden uns die Zeit im Auto teilen müssen, ne, bis der Tank leer ist. Das kommt ziemlich gut hin, ja. Warum machst du das? Da muss ich grundsätzlich erstmal anfangen beim Thema Hypermiling, dass das nicht nur von mir kommt. Ich mache das immer mit einem Freund zusammen, der Albrecht, der hat auch einen YouTube-Kanal, der YouTube-Kanal heißt Newtonmeter. Der Albrecht, Entschuldigung, Albrecht ist übrigens fast noch geiler als Vorname als Jasper, Entschuldigung. Ja. Ist auch mal schön, Eckhard, Jasper und Albrecht sitzen wieder zusammen im Auto und fahren 24 Stunden am Tag leer. Also das klingt so ein bisschen nach alten hessischen Rundfunkformat oder so. Ja, vielleicht, das wird es irgendwann mal. Nee, jedenfalls, Albrecht hat auch einen YouTube-Kanal und hat irgendwann mal mit diesem Thema Hypermiling angefangen, so in meiner Dunstblase. Da habe ich das mitbekommen und habe von Anfang an gesagt, das ist ein ziemlich cooles Thema. Und mein YouTube-Kanal wuchs und irgendwann bin ich zu Albrecht gegangen und habe gesagt, du, ich habe gerade folgendes Auto hier rumstehen, lass uns doch mal ein Hypermiling damit machen. Und zum Glück hat Albrecht ja gesagt und hat gesagt, ich habe auch Bock, mich 24 Stunden in ein Auto zu setzen. Und so ging das los. Und es ist tatsächlich so, wir sitzen dann da ewig zusammen drin und was uns beide daran einfach fasziniert, ist zu sehen, wie effizient, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, wie effizient so ein Verbrennungsmotor laufen kann. Das ist jedes Mal aufs Neue erstaunlich, wenn man sich das mal verbildlicht, so unser Rekord liegt bei 3,1 Liter auf 100 Kilometer Diesel. 3,1 Liter Diesel, wenn ich mir die vor mir hinstelle, das ist ja nix. Und damit legen wir 100 Kilometer zurück. Das ist 3,1 Liter? Also unser Rekord liegt bei 2056 Kilometer mit einer einzigen Tankfüllung. Moment, Skoda Superb. Richtig. Wie viel Liter Tank hat der dann? 80? 60. 60? Ja. Mit also alles reindrücken so 65. Was war die Verbrauchsanzeige von dem Skoda Superb bei den 3,1 Litern? 3,4 oder so, aber nach dem Tanken errechnet 3,1 Liter. Das heißt, der hat euch auch noch beschissen in die falsche Richtung. Jetzt will ich nichts sagen. Ich will jetzt hier in dem Video noch nicht sagen, weil ich will den Klick von Ecker natürlich. Sag ich eigentlich Eckert oder Eckert zu dir? Ach, die meisten sagen Ecki. Ecki oder Jasper. Oder so, ja. Aber okay. Ich will jetzt noch nichts verraten, weil ich den Klick von Ecki mitnehmen möchte, was ich jetzt eben gemacht habe, wo ich abgebrochen habe. Deinen Rekord, den breche ich noch. Okay. Und ich würde sagen, wenn ich ihn gebrochen habe, dann tust du mir einen Gefallen und dann steigst du drauf ein und brichst ihn auch. Selbstverständlich. Okay.
Gut, also das haben wir schon mal geklärt vor der Kamera. Das werden wir also tun, Flo, weißt Bescheid, ne? Einfach mal Kissen, ja genau, Kissen mitnehmen. Wichtigste Frage bei so einem Thema ist eigentlich, wer von euch hat zuerst in die Flasche gepinkelt dann? Weil aussteigen ist doch nicht. Diese Freiheit nehmen wir uns dann doch. Also, in die Flasche zu pinkeln. Sag mal, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir halten dann doch an, um auf Toilette zu gehen. So, Flo, wir werden, das wird unser Geheimtrick sein, das nicht tun. Weil dann das Anfahren und Bremsen von Energie vernichten. Ne? Also, aber das verraten wir eben noch nicht. Wir nehmen die 2 Liter Cola-Flasche mit für das Thema. Das Jahr ist fast vorüber. 2020 ist ein tolles Jahr und wir werden es in unserer Erinnerung behalten als das legendäre Jahr, in dem alle Automobiljournalisten ihren Senatorstatus verloren haben. Was ist das? Ich nicht. Ich hatte nie einen. Okay. Cool. Zu spät angefangen. Was ist in 2020 das Auto gewesen, das man als Autojournalist gefahren haben muss? Ui. Das ist... Können wir hier wieder die Dalli-Dalli-Musik haben? Dieses Ding-Dong, oh, ja. Ding-Dong, Ding-Dong. Das Auto, was man als Autojournalist gefahren haben muss. Für mich, weil ich da ja noch nicht so lange dabei war, und das war für mich eine absolute Traumerfüllung, muss ich ganz wirklich so sagen. Ich hatte dieses Jahr als Testwagen, und das ist kein neues Auto, aber ich hatte einen R8 V10 Performance. Und den wird es in der Form ja irgendwann nicht mehr geben. Jetzt gähnst du natürlich, aber ich habe mir damit wirklich einen Kindheitstraum erfüllt. Das war für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr. Ich glaube, was ein wichtiges Auto dieses Jahr war, was neu vorgestellt wurde, ich glaube, das ist einmal der ID3 und der Skoda Enyaq. Nur eins. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir. Dann sage ich der Skoda Enyaq. Weil ich glaube, das wird eins dieser Autos sein, an dem muss sich der VAG-Konzern messen lassen. Und das wird, denke ich, spannend, wie der dann wirklich auf der Straße performt. Du bist den schon gefahren? Den Enyaq? Ja. Nein. Okay, gut, ich auch nicht. Ich glaube, den ist noch niemand gefahren. Mitgefahren bisher. Ja, mitgefahren. Nicht so richtig mal selber probiert, wie viel geht den, wirklich. Und den Konzernbruder sind jetzt andere zum ersten Mal gefahren, ne? Ja. Also, das ist ja alles dann nicht so weit. Ja, ja, ja. Die Wahl finde ich super gut, finde es super spannend, weil es tatsächlich die Ernsthaftigkeit in dem Konglomerat der deutschen Marken zeigt. Was die da hinten dran sind tatsächlich. Okay, das ist doch mal, ich finde das eine coole Wahl auch. Und lustigerweise, ich persönlich bin auch noch kein Audi R8 V10 RWD gefahren. RWD, habe ich auch noch offen. Ah, okay, gut. Ich bin aber auch kein Audi R8 in den letzten Jahren gefahren, von daher alles gut. Ich finde es ziemlich spannend, dass du den Enyaq gewählt hast, ja, weil ich tatsächlich den gerade im Kopf hatte. Ihr könnt jetzt mal unten drunter schreiben, was euer Auto des Jahres war, aus eurer Sicht. Und dann sage ich dir einfach nur Danke auf Corona-Style. Gerne. Ich freue mich auf die nächsten Videos von dir und denk dran, ich werde dir demnächst ein Hypermiling-Video schicken und danach bist du dann wieder dran. Es ist übrigens auch so, ich meine, ich habe mir den Albrecht im Video angeschaut, sparst ja jetzt nicht viel, wenn du rauswirfst an Gewicht, ne? Ja. Das ist wie wenn ich alleine fahren würde. Ja. Also, gut, das war Auto ab. Das war Asphaltart auf der Couch mit Habi. Mein Name ist Björn Habiger, mein Freund, nennt mich Habi. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und der Flo, der weiß gar nicht mehr, in welche Richtung er die Kamera halten soll. Und deswegen steigen wir jetzt aus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.